So, und damit herzlich willkommen zurück, Leute, zu einem weiteren Video. Ja, heute nur Informationsvideos. Wir schauen uns den neuen, ja, fast neuen Watch Dogs Legion Story Trailer an, der vor einer Woche rausgekommen ist. Ich habe bis jetzt noch kein Video über Watch Dogs rausgebracht, außer Ubisoft Forward, aber das war ja mehrere Spiele gemischt. Deswegen mache ich jetzt ein externes Video über Watch Dogs Legion, weil ich es mir vorbestellt habe. Mein Gott. Ich hab's heute mit dem Reden, habe ich schon im letzten Video erwähnt. ja, weil ich es mir vorbestellt habe. Am 29. kommt es raus. Vielleicht können wir es sogar einen Tag vorher spielen, weiß ich nicht. Ich hab's mir vorbestellt. In 2 Wochen geht's los. Und ja, wenn ihr Bock darauf habt, seid dabei. In 2 Wochen fangen die Let's Plays an. Nach Watch Dogs Legion kommt Assassin's Creed Valhalla auf meinem Kanal und eventuell sogar auch Cyberpunk. Aber das werden wir dann sehen. Ich zock erstmal die beiden Spiele an und wenn ich genug Zeit haben sollte nebenbei, werde ich auch Cyberpunk spielen, auf jeden Fall. Weil ich ein sehr großer Fan bin von Keanu Reeves und wenn er dabei ist, muss das, heißt das auf jeden Fall, dass das Spiel mega sein wird. Deswegen freue ich mich auch auf Cyberpunk riesig. Aber jetzt geht es erstmal um Watch Dogs Legion. Viel Spaß. Zero Day. Those little bombings were my way of saying hello. I don't expect you to understand this, but what I'm doing is good. Das ist jetzt auf Englisch. Soll ich es übersetzen für euch? Komm, ich übersetze das mal. Also, nochmal vom Neuen. London, this is Zero Day. Those little bombings. Also, Zero Day heißt, das ist Nulltag. Things were my way of saying hello. Die kleinen Bomben waren mein Weg, um Hallo zu sagen. I don't expect you to understand this, but what I'm doing is good. Ich erwarte nicht, dass ihr das versteht, doch was ich tue, ist gut. Destruction is always the cure. Zerstörung ist immer die Antwort, glaube ich. Cure heißt Cure. Cure Übersetzung. Ist immer die Heilung, Entschuldigung, nicht die Antwort. More bombs are going live as we speak. That may complicate matters. They're spread out. Okay, also dieser Zero Day, der in der Storyline sich gezeigt hat hier durch den Trailer, hat überall in der Stadt Bomben gelegt. All over London. London is in a death spiral. While authorities hunt our group for crimes we didn't commit, Albion's private army and Mary Kelly's criminal syndicate are taking hold of the city for their own purposes. We didn't set that bomb. We defused it. Okay, Korruption und so weiter. Also unschuldige Leute werden für Dinge, die sie nicht getan haben, verhaftet und die kontrollieren die Stadt. Think it really matters at all. But they're just the tip of the iceberg. London's real threat is Zero Day. Londons echter Feind ist Zero Day. Don't help me, Zero Day wins, which means we all die. We gotta take the fight to him. Okay, ich weiß nicht, ob das hier, ich nehme mal an, das hier, hier reden die mit uns. Ich nehme mal an, das hier sind die Bullen, also die Behörden. Und die sagen, wenn du uns nicht hilfst, wird wenn Zero Day gewinnt, werden wir alle sterben. Which means we all die. Und dann sagt halt einer aus der Crew, wir müssen gegen ihn kämpfen. To him. Running around trying to save London. You've actually been arming us for a war. Ever consider leaving these security threats to the authorities? The only way would. Okay, er hat gesagt, während du versucht hast, London zu retten, hast du uns eigentlich bewaffnet. Going to stop London from falling into total oppression is to recruit and take this. Okay, das haben die also auch mit in die Story eingebunden, dass man
Also ihre Begründung, warum man so viele Charakter auswählen kann, ist, weil sie Leute rekrutieren, um gegen Zero Day zu kämpfen. Und sie sehen das als die einzige Möglichkeit. Ich finde das super, dass sie das in die Story mit eingebunden haben, weil sonst gäbe es keine logische Erklärung, warum man mehrere Charakter spielen kann. Finde ich sehr gut, positiv. City back. Die alte Oma ist eh die Beste. Oh, du dachtest, du kannst London retten. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Enough talk. Let's take back London. Genug geredet, lass uns London zurückholen. Und damit, ja, der Watch Dogs Story Trailer. Ich hoffe, der hat euch soweit gefallen. Ja, im Valhalla Trailer, das Video davor diesem. Habe ich erstmal den ganzen Trailer laufen lassen und dann meine Meinung dazu geäußert. Jetzt habe ich es direkt übersetzt, weil Übersetzung und also weil alles auf Englisch war. Übersetzung und Sprache. Ja, ich hoffe, der Trailer hat euch gefallen. Ich freue mich riesig auf das Game, vor allem auf die vielen Charakter, weil ihr müsst euch das so vorstellen. Sagen wir mal, jetzt in Assassin's Creed kann man zwischen männlich und weiblich auswählen mittlerweile. Und in Watch Dogs hast du einfach für jeden Charakter eine andere Persönlichkeit, andere Fähigkeiten. Das wird einfach nie langweilig, Leute. Ich weiß nicht, wie wir das Let's Play beenden sollen. Deswegen freue ich mich schon mal riesig. Seid dabei, 29.10. Viel Spaß, haut rein.